Hallihallo, mein Name ist Tahu Yuga und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt, und zwar zu Let's Play The Legend of Spyro The Eternal Night. Und was soll das jetzt wieder bedeuten? Nun, das bedeutet, dass ich dieses Spiel hier jetzt so spielen werde und dabei meinen Senf dazu abgeben werde. Also ich werde es kommentieren. Aha, und warum sagt er das dann nicht? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Ganz ohne Zweifel. Ja, bevor ich mir jetzt noch sowas anhören darf wie... Meine Güte. Und ich dachte schon, Voltaire redet viel. Legen wir doch jetzt einfach mal los. Allerdings Extras? Was gibt es hier denn so? Ach nein, das machen wir hinterher. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und überspeichern einen der abgeschlossenen Spielstände. Oder auch nicht. Nein, wir überspeichern einfach mal den Spielstand hier. Spielstand 2, das merken wir uns mal. So. Jo. Dieses Spiel ist jetzt ja praktisch Anschluss an mein letztes Let's Play und ich bin mal kurz ruhig. Mein Meister kehrt zurück. Wir kommen zu spät! Sie ist wie ich. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich kann sie nicht hier lassen. Ich muss sie retten. Was? Die Bestie retten, die uns töten wollte? Das war nicht ihre Schuld. Der Dunkelmeister hat sie benutzt. Jetzt können wir gehen. Spyro. Spyro. Jo, das ist so die kleine Einleitung. Also wer sich noch an mein letztes Let's Play zu The Legend of Spyro A New Beginning zurückerinnert, ja, der wird das schon kennen. Genauso wie die langen Ladezeiten. Das kennen wir ja schon. Spyro! Hey Spyro, das ist eine Nacht, was? Wunderschön. Was willst du, Sparks? Warum muss ich immer was wollen? Das ist doch der schönste Tag meines Lebens, nachdem diese irre Drachenfurie endlich weg ist. Was? Cinder? Wie meinst du das, Sparks? Wow, bleib cool, mein Großer. Mann, du bist vielleicht verkrampft. Hast du schlecht geschlafen? Du solltest dir von Voltaire eine Geschichte erzählen lassen. Dabei schläft jeder ein. Sparks, was ist passiert? Okay, bist du bereit? Ich stehe also auf, um frische Luft zu schnappen. Ich konnte in der letzten Zeit nicht sehr gut schlafen, weil diese wilde Furie hier rumhängt. Und da sah ich sie, wie sie in den Garten rausschlich. Die macht mir echt Angst, Kumpel. Hör mal, meine Zähne. Na los, wir müssen sie finden. Es ist gefährlich für sie, nachts außerhalb des Tempels zu sein. Es ist für uns alle gefährlich, nachts draußen zu sein. Abgesehen davon sagt Ignitus, du sollst warten, bis deine Kräfte zurückgekehrt sind. Weil du schwach bist. Keine Zeit zum Diskutieren, na los. Ach, du bist völlig hilflos ohne mich. Ich komme besser mit.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, was daran so lustig ist, dass wir im Moment schwach sind, aber gut. Die Steuerung wurde so eigentlich übernommen aus dem vorigen Teil. Ja. Die Tempelstatue. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, schicke Kamerafahrt. Du bewegst die Kamera mit dem rechten Analogstick, so wie in allen anderen Spielen auch. Aber es könnte ja sein, dass du es nicht weißt. Das sind Federkiele. Ja. Davon gibt es, glaube ich, insgesamt irgendwie 40 Stück oder so. Und damit schalten wir, wie da schon steht, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Bilder frei. Ich habe eigentlich vor, alle zu holen und ich denke mal, das müsste mir größtenteils auch gelingen. Für den Fall, dass ich das in einem Part nicht hinkriegen sollte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten habe ich hier ja noch diese anderen Sammelgegenstände zu sammeln. Da habe ich aber nie alle zusammengekriegt. Aber Federkiele hatte ich ehrlich gesagt auch nie alle zusammen. Es hat mir immer ein bisschen was gefehlt. Aber nun denn, ich denke mal, mit viel Geduld und Sucherei wird das zu schaffen sein. Psst, wir dürfen sie nicht aufwecken. Was? Ich verstehe dich nicht bei dieser Schnarcherei. Ja, natürlich. In Wahrheit ist es... Ignitus ist der Einzige, der normal schlafen kann. Und vielleicht Terrador, aber... Naja. Ignitus ist ja immer noch der Coolste. Wenn ich mich mal zwischendurch öfter mal irgendwie komisch umgucken sollte, dann liegt das daran, dass ich wahrscheinlich nach Federkielen Ausschau halte. Bam, bam, bam. Ah. Froschgras. Denke ich mal zumindest, dass es das Froschgras aus dem ersten Teil sein soll. Falls nicht, dann werden wir jetzt ja, glaube ich, auch, was den Namen angeht, gleich belehrt. Nein, es heißt Krötenkraut. Wie konnte ich nur denken, dass es Froschgras heißt? Also echt mal. Jo. Atemfähigkeiten können wir jetzt zurzeit, wie man sehen kann, nicht einsetzen. Aber da ist ein Federkiel. Den hole ich mir gleich. Nun. Wer The New Beginning kennt, weiß, dass hier in der Luft zwei Schläge hinzugefügt worden sind, die Spyro durchführt. Das heißt, spielt niemals erst The Eternal Night und dann A New Beginning. Weil sich auf dieses Spiel hier umzugewöhnen, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als das Ganze umgekehrt. Aber egal. Wir sind ja hier nur... ja. Damit beschäftigt, Sammelgegenstände einzusammeln. Jo. Und dann... Nein. Nein, Spyro. Ah, ich glaube, damit hatte ich von der Steuerung her in diesem Spiel hier immer stets mehr Probleme als im Vorgänger. Bam. Jo, hat ja wunderbar funktioniert. Cinder, was machst du denn hier draußen? Das ist gefährlich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Spyro. Dann ist ja alles in Ordnung. Komm, wir gehen. Auf bald. Ha. Bitte, mach es mir doch nicht schwerer, als es schon ist. Ich will das doch nur verstehen. Ich geh weg, Spyro. Ich gehöre nicht hierher.
Nach allem, was ich dir angetan habe, ich kann nicht bleiben. Cinder, niemand gibt dir die Schuld an dem, was passiert ist. Ich schon, das ist nur deine Meinung. Sparks. Nein, Sparks hat recht. Und ich werde jeden Tag daran erinnert. Spyro, dein Platz ist hier. Dein Schicksal liegt hier. Meines jedoch muss ich woanders finden. Cinder, ich will nicht, dass du gehst. Auf Wiedersehen, Spyro. Können wir jetzt endlich ein bisschen schlafen? Ich habe seit Wochen immer mit einem offenen Auge geschlafen. Abwechselnd offen natürlich. Verringert den Stress, aber ich sag dir, das hat seinen Preis. Hey, hatte ich dieses Zucken schon immer? Spyro, geht's dir gut? Hey, ich würde auch gern schlafen, aber doch nicht jetzt. Gehen wir wenigstens rein, es ist dunkel draußen. Das mag ich nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Huhu! Ja, da macht Spyro einen sehr verwirrten Eindruck. Schon komisch, wie er sich da verhält. Aber ist auch nur am Anfang so. Wow. Schüttel. Hallo? Ist da jemand? Hab keine Angst, junger Drache. Du bist nicht allein. Wer bist du? Was ist das hier für ein Ort? Ich habe dich hergerufen, um dich zu warnen. Die Himmelsmonde verblassen und die Zeit wird knapp. Du musst das verhindern! Es hat gespeichert. Also dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's weiter. Ciao.